Ja, hallo, und da sind wir auch schon wieder zurück bei einer neuen Ausgabe von Open Transport Tycoon Let's Play. Ich hoffe mal, das ist jetzt laut genug. Erstmal ein anderes Lied angemacht, ich glaube, das können wir auch schon. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten hier diese Kohlebahn mit einer Eisenbahn bestücken. Im Moment fehlt uns leider noch das Geld dafür. Dann müssen wir echt hoffen, dass jetzt mal ein paar Züge hier Geld abliefern. Ach, hier kommt gleich wieder einer. Verzeihung, Verzeihung, Entschuldigung. So, mal gucken, was der uns bringt. Dann können wir gleich mal gucken, wie viel Kohle bringt, sozusagen, so entladen. Und das sind 12.000 Mark. Ja, das ist nicht ohne. Und hier kommt der nächste Zug auch schon rein. Wir schauen mal, was der bringt. Ja, die Züge, die sind alle bei mir vollgeladen. Ich spiele immer so, dass ich die Züge vollladen lasse an der Station und dann die alles mit einmal abladen. Man kann auch einstellen, dass die Züge immer nur die Ware annehmen, die gerade im... Jetzt fährt er ins Depot rein. Oh. Man kann die Züge auch so einstellen, dass die nur das beladen, was zu dem Zeitpunkt der Anfahrt dort drin ist. Ich mache das nicht so. Und der Zug bringt jetzt hier... Ja, ist auch 16.000. Ja, okay. Ich denke, das dürfte jetzt genug sein für unsere Eisenbahnlinie, die wir jetzt aus den Augen verloren haben. Hier baut der Gegner wieder was Neues. Was Neues. Na, diese Subvention, die hole ich mir, glaube ich, nicht. Obwohl, hier könnte man so eine schöne Kreisstrecke bauen. Dann kann das nämlich sein, dass sich die Städte zu einer großen Stadt, ich sag mal, zusammenschließen. Auch immer sehr interessant dann. Ich denke, das machen wir einfach mal. Wir fördern das ein bisschen, dass es zu eben dieser Fusion kommt, indem wir hier ein paar Straßen vorbauen. Ja, ich weiß, wir wollten eigentlich dort die Kohle bauen, die Kohlebahn zu Ende bauen. Aber hier gibt es eine Subvention und das ist dann erstmal an der Stelle wichtiger. So, wo war jetzt diese Kohle hier oben, ne? Ja. So, dann nehmen wir wieder hier diese günstige mit Kohlewaggons dran. Fünf Stück insgesamt, dann haben wir diese Dreier Bahnhofslänge erreicht und können hier insgesamt dann die Bahn abfahren lassen und da geht's los. Haben wir die jetzt auch auf Kohle umgerüstet? Ja, haben wir. So, wo war jetzt dieses Stadtkreuz, was wir gebaut haben? Dann bauen wir nämlich dort gleich mal weiter. Ach, hier war's. Und bauen dann einfach mal eine Linie, die alles mit allem verbindet. Wo stellen wir das hier hin? Hier, würde ich sagen. Der fährt so. Der fährt dann so. Der fährt so. Der fährt so. Ach, es fehlt mir wieder ein bisschen das Geld. Was hat denn der jetzt gebracht? Nichts. Der fährt leer. Und hier unten wartet ein Passagier.
So, wie war denn das jetzt? Was hatten wir denn zuletzt gehabt? Bad Dortmund, Rottfurt am Main. Und der fährt von Bad Dortmund nach Harzhafen. Dann fährt der so. Jetzt fährt uns nur noch der Bus von Rottfurt nach Wertbrücken. Den können wir jetzt in dem Moment bauen und... Nee, suchen. Und dann bauen wir noch einen, der im Uhrzeigersinn alle Stationen anfährt. Und ab dafür. Und da gibt es neue Subventionen. In der Anfangszeit bringt es noch nicht so viel, das mit einem Zug zu fahren. Aber wir brauchen die letztendlich für Geld, ja. Und das heißt, wir werden uns die ja auch holen. Später im Spielverlauf, wenn wir genug Geld haben und wir so ziemlich jede Stadt mit jeder angebunden haben, sage ich mal, dann kann es sein, dass die ganzen Subventionen dann von alleine kommen, egal ob wir die in irgendeiner Art und Weise brauchen oder nicht. Aber jetzt sind wir im Minus. Wir machen zwar hier schon ordentlich Geld mit den Zügen, aber es reicht halt nicht, um im ersten Moment zu überleben. Noch ein Subventionsangebot. Nee, es ist mir zu weit. Das wäre dann was für eine Eisenbahnstrecke, aber für einen Bus ist das noch nichts. So, die Subvention ist jetzt unsere. Oranienstadt nach Ravenshorst. Ist das dort ein Sägewerk? Ja, ich denke. Man könnte eigentlich diesen Holzwald hier mit Holz versorgen, beziehungsweise das Sägewerk mit Holz versorgen. Das ist jetzt ein bisschen riskant. Da muss ich die Straße aus Sicherheitsgründen nochmal abreißen. Da ich hier keine Eisenbahnkatastrophe haben möchte, weil es passiert ja immer wieder, dass auch in der Realität Leute noch auf dem letzten Drücker am Bahnübergang drüber möchten, auch wenn die Ampel schon lange leuchtet und auch die Glocken klingeln und die Schranken schon unten sind. Das ist sehr gefährlich, Leute, macht das nicht. Da gibt es auch immer sehr viel Unfälle und Tote auch, weil die Eisenbahn hat einen sehr großen Bremsweg und ich kann da eigentlich nur davon abraten, in irgendeiner Form zu versuchen, geschlossene Schranken zu passieren. Das geht meistens böse aus. Was ist der Unterschied zwischen dem? Der wiegt weniger. Aber ist teurer. Nee, lass mal. So, Holz. Jetzt haben wir schon wieder hier was gebohrt. Wir wollten doch eigentlich ein bisschen sparen. Na gut, macht nix. So, und weg damit. So, was macht der Bus? Hat keinen Passagier drin. Aber jetzt sind 41 Stück drin. Ich glaube, der muss erstmal alle Stationen anfahren, damit er dann die Züge kriegt. So, kleinste Stadt ist jetzt Ingolsmünster. Nordstadt ist da, wo wir unser Haupt. Ich könnte eigentlich mal die Bäume anschalten. Weil Bäume spiele ich eigentlich immer aus Protest deaktiviert, weil die mir die Sicht nehmen. So, was können wir denn eigentlich mal Ingolsmünster Gutes tun? Im Moment noch nicht so viel. Die haben so eine schöne Hanglage, ein Haus und ein großes Fußballstadion. Super, sag ich da nur. Das ist hier unten unsere Bahnstrecke. Mal gucken, was der Viehtransport uns bringt. Ah, hier ist ein Getreide. Nach Lübeck, Waldrand.
Ja, 21.000, da gibt es nichts zu sagen gegen diesen Betrag. Da können wir schon mal ein bisschen was zurückzahlen, damit die Zinsen dann geringer sind. Noch ein Subventionsangebot. Nee, das ist mir ein bisschen zu krass. Gerade jetzt in der Anfangszeit, wo wir doch eher Geld dringend benötigen. So, Neu-Frankenmünster, Quedlinburg. Hier könnte man später eine Schiffslinie bauen, zum Beispiel Michelstadt. Ist mit Aalbach, könnte man mit Aalbach verbinden. Das machen wir einfach mal hier so rüber. Oh, das ist teuer. Ich glaube, das lassen wir mal lieber. Und was ist hier unten? Ach, das ist die Bahnstrecke. So langsam geht es hier aufwärts mit unserem Geld. Zum Glück. Denn es sah ja für den Anfang recht knapp aus. So, was haben wir letztes Jahr gehabt? Wir haben plus 140.000 Mark gemacht. Also insgesamte Einnahmen eine Dreiviertelmillion Mark fast, aber davon das meiste wieder rausgehauen für Bauprojekte. Und jetzt meckert der mich natürlich hier an, dass bestimmte Züge kein Geld machen würden. Warum? Der Zug hier ist noch auf Eisenerz umgerüstet. Das ist natürlich total bekloppt. Das ist wahrscheinlich bei dem ja auch der Fall. Ist ja kein Wunder, dass wir hier finanzielle Probleme haben, wenn wir hier zu blöd sind, die Züge auf Kohle umzurüsten. Das ist ja schon peinlich. Sehr peinlich ist das sogar so. Es müsste eigentlich besser laufen an der Stelle und wir konnten jetzt schon einen Großteil unserer Schulden zurückzahlen. Ja, da schlage ich vor, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Dortmund ist hier zum Beispiel. Das könnte man hier zum Beispiel noch schnell verbinden, auch wenn die Brücke da eher nur langsame Geschwindigkeiten zulässt. Dann ketteln wir das hier nochmal an das gegnerische Netzwerk an. So, Elbmünster angekettelt. Letzte Handlung für heute. Zack, zack und ab dafür. Gab es neue Subventionen? Die hier. Und na, die sind noch alt. Ja. Ach, die machen jetzt Konkurrenz, die Schweine hier. Ich baue hier die Strecken und die nutzen das aus. Na gut, in diesem Sinne, ja, das war's für heute und auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge. Tschüss.